Okay. Muss den Kopf treffen, so sieht das aus. Also zum Glück relativ einfach. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Aber Boss Kaas wird sauer sein. Unter anderen Umständen hätte aus uns ein gutes Team werden können. Also den dritten Talisman gefunden. Doch ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Es warten noch viele Gefahren auf dich. Also, ich muss zugeben, du machst deine Arbeit gar nicht schlecht. Nicht hervorragend, aber auch nicht schlecht. Julius erwartet dich in seinem Labor. Ich glaube, er hat ein neues Spielzeug für dich. Cool! Also eigentlich sind es ja zwei neue Spielzeuge, weil ja noch ein Technorang dazu kommt. Diese Blitzamulettsteine sind einfach faszinierend. Wieso, fragst du? Sie produzieren noch mehr Energie als alle anderen Steine zusammen. Hoffentlich ist es sicher genug, all diese Energie in meiner Maschine zu bündeln. Es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden. Oh, das kribbelt. Das ist ganz sicher ein Blitzrang. Wow, einfach klasse. Oh, pass auf damit, Tai. Der haut ziemlich rein. Oh je. Ja, der haut dann schon ziemlich rein. Au. Sieht man nämlich. Oh. Ausgezeichnete Arbeit, mein Junge. Mehr sagt er nicht. Du hast genug Zahnräder gesammelt, um die Maschine in Gang zu setzen. Prima. Schauen wir mal, was es diesmal wird. Oh, wunderbar, Tai. Ein Kabumerang. Dieser Boomerang ist mit genügend Sprengstoff ausgestattet, um selbst die größten Steine... Es ist hübsch. Damit hast du bestimmt viel Freude, ja. Genial! Was war das denn? Und Steine, die sind hübsch? What? Das ist ja mal lustig gewesen hier. Und Kabumerang, Namensprogramm. Ja, Namensprogramm. Erstmal einen Blitzrang ausstatten. Weil damit komme ich dann hier hin. Wenn du mal treffen willst. So. Und damit geht das Tor auf. Und da ging es dann auf eine Reise zu Boss Kaas. Da gibt's dann kein Zurück mehr. Also ja, am Ende finde ich mich dann wieder in den Regenbogenklippen, aber ich kann das ja auch später machen. Jetzt suche ich erstmal alle Regenbogenstücke. Wenn ich alle davon finde, erwartet uns ja eine Überraschung. Leider ist es relativ schwierig, die zu finden. Sind zwar relativ einfach versteckt, aber man muss auch mal dahin kommen. Gut, soweit, da war ich auch schon. Ich aktiviere es jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich es ja noch gar nicht geholt.
Kommt auch mal richtig. Na gut, da gibt's offenbar nichts mehr zu holen. Mal schauen, was ich sonst noch finde. Ein Leben! Ist bitter nötig. Da ist noch eins. 17, bin noch 8. Nimm noch einen Haufen. Da war ich schon. Wieder bei ihm, wieder da oben. Zwei fehlen noch. Irgendwo habe ich eines gesehen. Da ist eines. Und wieder nach oben. So, dann nochmal nach oben. Schauen wir dann trotzdem mal rein. Vielleicht haben wir wirklich was verpasst. Ja, wir haben tatsächlich was verpasst. Gut, bin ich nochmal hingegangen. Sollte vielleicht hinschauen. Gehen wir noch weiter hoch. Alter, mach nicht so scheiße. Wollte schon sagen, aber nee, es ist keines. So, gehen wir noch weiter hoch. Wieder alles zurück hier.
Vielleicht findet man ja auch hier noch was, wo ich übersehen habe. Und noch nicht dran gekommen bin oder was auch immer. Ja, tatsächlich, da ist was. Zwanzig sind's schon. Nur fleißig weitersuchen. Dann finde ich auch den Rest. Noch vier. Ich sag's ja, fleißig suchen, dann geht das. Aber das ist wohl alles hier. Also vier noch. Nicht mehr neun. Hoffentlich finde sie noch. In relativ schneller Zeit. Und da bin ich hochgekommen. Sagst du nicht, dieses? Ah, dieser Julius ist wirklich ein Genie. Ah, nicht unbedingt viel Nützliches. Bei ihm nochmal nach. Da hinten ist noch eins. Also noch drei. Das ist ein komischer Gang. Ich stecke jedes Mal fest. Komischer Kauz. Naja, auf jeden Fall. Was ich da holen wollte, habe ich wahrscheinlich schon mal geholt. So, gehen wir nochmal zurück zum Blitzer, zum Eisbereich. Vielleicht finden wir hier noch was. So, 23.